Kinder, die zurzeit noch zu Hause sind, alle drei durch diese Maskenpflicht eine ganz schlimme Einschränkung haben. Also die eine kommt jeden Tag aus der Schule und heult: Papa, ich will nicht mehr in die Schule. Sie muss im Freien und in den Gängen eine Maske tragen. Der andere Sohn wäre jetzt eigentlich in Sri Lanka zu einem Entwicklungshilfeprojekt. Und ja, das ist abgesagt durch Corona. Ja, er ist jetzt hier Demonstrant auf der Camp-Demo. Und die andere Tochter darf keinen Attest tragen wegen einer Erkrankung und darf deswegen nicht in die Schule, weil es eine Privatschule ist. Und ja, das ist so die Auswirkung für sie. Ja, unter anderem sind ganz viele Sachen, die unsere Familie betroffen haben. Mein Schwiegervater kam mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus. Seine Frau konnte ihn 3 Wochen nicht besuchen. Ja, und also ganz blöde Geschichten, die da passiert sind. Und deswegen gehe ich hier auf die Straße für Frieden und Freiheit und Wahrheit, vor allem in der Medizin und in der Wissenschaft. Er sagt die Wahrheit, er ist aber von der anderen Seite der Mann, der da spricht. Welche anderen Seite? Die dürfen nicht lügen. Er gehört, dieser Mann, der da spricht, der gehört zur anderen Seite. Robert Kennedy. Ich denke, dass es der ist. Der war schon bei vielen Veranstaltungen bei. Das ist Robert Kennedy, das weiß ich. Weiß es nicht. Ich Wenn, weiß es. Alter, hagerer Mann, nicht? So alt ist er nicht und so hager auch nicht. Kein alter Hagermann. Aber wenn es derselbe ist mit dieser Kat, und es ist, als ob Erich Honecker im Moment gerade spricht. Nein, also er hat Probleme mit, ich weiß nicht, ob er Krebs gehabt hat, er hat in der Stimmbänder was. Es ist kein alter Hagermann. Und er spricht. Na, dann ist es jemand anders. Es ist Robert Kennedy, und er ist der Neffe von John F. Kennedy. So. Und er spricht wirklich die Wahrheit. Naja, nein, das ist richtig. Das ist richtig. Okay, das gut. Thank you.
Wissenschaftlern untermauert. Dafür wurde er entlassen. Erinnern Sie sich an das Strategiepapier des Innenministeriums, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Dieses Papier kommt mit Ausnahme von Quellen des RKI ohne Quellen aus. Unzählige wissenschaftliche Studien belegen vollkommen klar, die Bevölkerung trifft ebenso gute oder schlechte Entscheidungen wie die Politik, wenn man ihnen alle Informationen zur Verfügung stellt. Nun, in diesem Fall hat die Bevölkerung mehr Informationen als die Politik herangezogen. Wir brauchen eine gemeinschaftliche Lösung. Keine Spaltung. Das Recht auf Freiheit und Gesundheit gehört allen Menschen. Und wie das auszusehen hat, das bestimmen nicht einige wenige. Wenn die Politik nicht möchte, dass wir hier demonstrieren, dann möchte sie bitte damit aufhören, einen Diskurs zu verhindern. Und ich hoffe, du wärst vor 10 Minuten da gewesen. Ich habe versucht, auf einen Baum zu klettern und... Auf einen was zu klettern? Auf einen Baum zu klettern und ein paar brauchbare Luftbildaufnahmen zu tun. Welches völlig von anderen anfangen. Von dem Robert Kennedy? Oder was? Von einer erhöhten Aussichtsposition kann man ja... Ja, aber da gibt es genügend Bilder von geben. Das sind ja Drohnen und so vielleicht. Ja, jedenfalls, es war meine Idee und dann ist ja gleich so viele Leute Sorgen gemacht. Auf dem Baum? Ja, sie dachten, ich breche mir Halt, Genick, Wirbelsäule, Nervensystem. Nein, sie sind zäh. Sie sind zäh. Na, ist ja das Gegenteil von zäh. Sie brechen nichts. Circa 520 Tage. Und diese Person ist dann nicht automatisch sind gesund. Ansteckend oder erkrankt. Klettern Sie ruhig auf die Bäume. Die Politik sollte öffentlich. Ich hätte ja gedacht, dass Menschen mit Intelligenz und Neugier mal nachhaken. Aber. Bleiben Sie nüchtern. Da können Sie ruhig tun. Nüchtern bringt mehr. Ja. Sowieso. Gut. Frei nach John F. Kennedy. Ein schlauer Mensch muss so schlau sein, Leute einzustellen, die viel schlauer sind als er. Und nicht nur ein. Was fällt der Regierung ein, die Ratschläge von Experten, welche großes Renommee genießen, teilweise Nobelpreisträger sind, ihr Leben lang in diesem Bereich geforscht haben, einfach zu ignorieren? Ich nenne diese Menschen nicht, denn es sind viel zu viele, aber ich danke Ihnen ausdrücklich für Ihre Arbeit. Risiken sind Teil unseres Lebens. Wir müssen sie bewerten und korrekt damit umzugehen. Wenn die Politik die Bewertung für uns vornimmt, dann muss sie das ausgewogen und zuallererst verhältnismäßig tun. Wir brauchen keinen Alarmismus, wir brauchen einen Mittelweg. Unglaublich ist, meine Medien zu lesen während der Corona-Pandemie. Diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Sprechen Sie nicht mit Andersdenkenden. Es ist ein Killer-Virus. Die Pandemie ist nicht vorbei. So sieht kein Mittelweg aus. Covidioten? Wissen Sie, was meine Tochter dazu sagen würde? Wenn er sagt, selber. Liebe Medien, lassen wir doch die Allgemeinheit entscheiden, ob wir eine Pandemie haben oder nicht. Veröffentlichen Sie alle Diagramme, Statistiken und Erläuterungen zu Fehlerquoten etc. Wovor haben Sie Angst? Vor dem Verlust Ihrer Deutungshoheit haben Sie Angst. Journalismus muss differenziert sein. Maßnahmen müssen in der Corona-Pandemie auch grundsätzlich in den Medien hinterfragt werden. In den Beiträgen der Öffentlich-Rechtlichen passiert das aber nicht, sagt sogar die Universität Passau. Wer das Meinungsspektrum einengt, der engt auch die Demokratie ein. Führen kann man nur frei.
Zwang und Befehl? Hat die Politik überhaupt kein Vertrauen in uns? Die mediale Berichterstattung folgt einer destruktiven Logik. Es wird versucht, einigen Gruppen jegliche Seriosität abzusprechen. Das betrifft auch die Gruppe der Nobelpreisträger. Die Medien sollen den Staat kontrollieren und für Transparenz stehen. Die Medien lassen sich in der Corona-Krise als Mittel der Staatsherrschaft pervertieren. Jede Person, welche sich kritisch zeigt, wird als Feind markiert. Dieses Herrschaftsinstrument erzeugt jedoch ernste Folgeschäden. Argumente und Austausch nehmen ab, die Debatte wird moralisiert und erliegt komplett. Das haben wir erlebt. Die Medien haben kein Monopol im Wissen. Vergessen wir das. Wir brauchen nicht mehr Meinungen. Wir brauchen alle Fakten. Oder nach Charles Dickens: Ich brauche Informationen. Eine Meinung bilde ich mir selbst. Seit Wochen sterben global viele Menschen an Grippe und Lungenentzündung als an Covid-19. Warum spricht darüber niemand? Ein Neugeborenes starb in Indien an inneren Blutungen nach Folge vom PCR-Test. Es gibt dreimal so viele sexuelle Übergriffe auf Frauen. Mütter müssen bei der Geburt Maske tragen. Es werden Menschen hingerichtet. Sterben zehnmal so viele Kinder an Malaria, weil wir nur auf SARS-CoV-2 gucken. Deutschland holt Erntehelfer, dicht gepackt, ohne Anstand, im Flugzeug nach Deutschland aus Rumänien. Haben Sie den Verstand verloren? Deutschland muss ein Vorbild sein. Zweierlei Maß messen. Wir sollten uns anhand evidenzbezogener Fakten zur objektiven Realität bekennen. Wir sollten langanhaltende Szenarien, welche auf Annahmen und Schätzungen beruhen, ablehnen. Der Schutz des Lebens steht für die Bundesregierung als Wahl. Bedeutet dies also, dass alle Hinterbliebenen der letzten 5 Jahre den Staat in Anspruch nehmen können, für Angehörige, die an Influenza sterben? Schließlich hätte ein Großteil dieser Tode doch verhindert werden können, folgt man der Logik der Politik. Nein, bedeutet es natürlich nicht. Wir müssen auf den Boden der Realität zurückkehren. Wenn wir Solidarität mit Zwang durchsetzen, wird es keine Solidarität, sondern bleibt Zwang. Lassen Sie uns gemeinsam die Demokratie stabilisieren, indem wir für die Menschenwürde eintreten. Denn die ist das höchste Gut im Grundgesetz. Natürlich haben wir auch über Lösungen nachgedacht. Jeder von Ihnen privat hat über Lösungen nachgedacht, auch über Forderungen. Ich nenne kurz nur wenige, darüber kann man nachdenken und sie aufgreifen und für sich selbst weiterdenken. Ich persönlich wünsche mir eine Diskussion in der Sache, nicht in der Moral oder personenbezogen. Deshalb lade ich alle Politikerinnen und Politiker dazu ein, sich ergebnisoffen und wissenschaftsbasiert zu äußern und zu diskutieren. Bitte, kommen Sie hierher. Wir brauchen ein divers besetztes, unabhängiges, öffentlich tagendes Expertengremium. Alle Daten und deren Kollektivierungsprozesse müssen kostenlos öffentlich und öffentlich verfügbar sein. Die Freiwilligkeit von Maßnahmen kann als Indikator für Schutzbedürftigkeit funktionieren. Wir brauchen eine größere Transparenz bei Entscheidungsfindungsprozessen der Politik. Es kann nicht sein, dass im Hinterzimmer entschieden wird. Folgeschäden der Maßnahmen müssen ebenfalls ideal abgebildet werden. Aber wir müssen auch an die Ursachen der positiven Folgen des Lockdowns denken. Beispielsweise ein drastischer Rückgang der Säuglingssterblichkeit oder Frühgeburt. Auch das muss untersucht werden. Und schlussendlich haben wir alle, die hier stehen und die das hören, auch eine Verantwortung, eine dauerhafte Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger. Gehen Sie nicht nur wählen, sondern gucken Sie sich alle Parteien genau an, lesen Sie die Parteiprogramme, gucken Sie, ob es irgendeine Partei gibt, die in etwa
Ihre politische Meinung entspricht. Gehen Sie dorthin, werden Sie Mitglied, gehen Sie in den kommunalen Bereich, machen Sie selbst Politik. Richtig. Überlassen Sie das nicht den Eliten, sonst entkoppeln Sie von uns. Wir alle müssen uns einbringen in eine Demokratie und das ist Arbeit. Wie wollen wir weiter überleben, wenn wir einander nicht vertrauen können? Wenn immer Zweifel bestehen, ob nicht in Wahrheit ganz andere Interessen eine Rolle spielen, als die vorgetäuschte Sorge um die Gesundheit aller. Von einer solchen Entscheidung kann eines Tages das Überleben aller abhängen. Ich hoffe inständig, dass es niemals dazu kommen wird. Aber wenn doch, dann darf kein noch so geringer Zweifel daran bestehen, dass die Maßnahmen von der Regierung sinnvoll, maßvoll, transparent, ehrlich sind. Wie können wir dieser Regierung vertrauen in Zukunft? Warum sollten wir aufhören, kritische Fragen zu stellen? Demokratie bedeutet nicht, Vertrauen in Politiker zu beweisen, sondern Mitbestimmung für Bürgerinnen und Bürger. Die Politik muss sich unser Vertrauen verdienen und darf keine Angst davor haben, dass es auf die Probe gestellt wird. Verhandelt werden, dass wir mehr soziale Sicherheit und vor allem Frieden auch mit der Russischen Föderation erhalten. Wir alle können den Lauf der Geschichte beeinflussen. Durch das, was wir tun und das, was wir unterlassen, tun. 1989 stand ich gefühlt auf der falschen Seite. Wollte zwar auch, dass es anders ist, dass die DDR anders ist. Ich habe auch demonstriert, obwohl ich Sozialist bin und Marxist heute bin und daran auch glauben, dass ich eine soziale und humane Gesellschaft in dieser Welt brauche. Aber ich habe verstanden, dass wir jetzt erst DDR. Ja. Na, wir befürchten, dass dieselbe Entwicklung entsteht, dass eine Diktatur ist wieder. Was man schon mal hatte hier in Deutschland. Die ganze Na, ich bin Welt ja DDR-Bürger. Okay, die ganze Welt schaut ja gerade auf uns, was wir hier machen. Ja. Als Vorreiter. Na, die habe ich entworfen, die Fahne. Das ist eine Anlehnung an die DDR-Fahne. Dass im Grunde genommen Hammer und Sichel durch Angelika Merkel aus der Entsetzung, dass sie die Blockfahrt ein. Und hier fordert Angelika Merkel auf, uns
was wir uns hier haben. Genau. Und was gedenken Sie zu tun heute? Was ist das Ziel? Ich demonstriere für meine Kinder hier, dass meine Kinder ohne Maske in die Schule gehen können. Ja. Ich bin nur wegen meinen Kindern hier. Schaffen wir das heute? Nein, es ist ein langer Marathon. Und alle Leute, die wissen, die hier sind, wissen, dass es ein Marathon ist. Hm? Was? Dass das ein Marathon ist, das ist kein Kurzstreckenlauf. Genau. Genau. Sind Sie bereit, 5 Tage hier jetzt weiter auszuhalten? Das ist wie DDR 89. Das wird im November erst passieren. So. Alles passiert im November.